Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. In ein paar Stunden ist es dann soweit, der nächste Fusionsserver wartet auf uns, aber da können wir jetzt im Moment noch nicht rein. Das Ganze startet auch erst wieder um 16 Uhr und zwar F22 wird dann ja fusioniert und da werden wir morgen auf jeden Fall mal reinschauen, was auf dem Server so geht. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, welche Welten da zusammengemixt werden, aber auf jeden Fall sind da auch ein paar deutsche Welten, glaube ich, mit dabei gewesen und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ansonsten heute werden wir mal wieder auf den Battlemage schauen. Wir werden in Rising Phoenix reingucken, was wir mit der Gilde jetzt so erreicht haben, weil das ist ja auch eine sehr starke Fusionsgilde geworden hier auf F21 und werden auch mal in die Ehoff reingucken, wo wir da momentan gerade stehen. Ansonsten für die Leute, die es vielleicht gestern nicht gesehen oder verpasst haben sollten, ihr habt heute noch die Chance auf jeden Fall bei dem Giveaway in Wert von 100 Euro mit dran teilzunehmen. Bis morgen habt ihr noch Zeit. Und morgen wird dann um 15 Uhr auch der Gewinner ausgelost. Ich werde im Laufe des Vormittags irgendwann den Gewinner auslosen und dann um 15 Uhr im Video am Samstag dann bekannt geben. Ja, momentan sind ja 547 Kommentare mit am Start, ne? Also die Chance ist nicht gerade sehr hoch, aber teilnehmen kostet ja nichts, ne? Ja, nur falls ihr es vergessen haben solltet, gerne mal auf das Video gestern klicken und ja, dran teilnehmen. Ansonsten, Rising Phoenix ist auf jeden Fall am Risen, würde man mal so sagen. Ist sehr, sehr cooler, ein sehr cooler Zusammenschluss der Gilde von sehr vielen starken Leuten so, ne? Es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß hier drinnen in der Gilde zu spielen, sind auch sehr viele bekannte Leute hier mit am Start. Der Battle Mage natürlich nach wie vor, ja, einer meiner Lieblingsklassen. Wir können sehr gerne mal, warte mal, wir können, ja doch, können wir eigentlich auch gleich so machen hier. Können sehr gerne mal in die Statistiken reinschauen, wo ich da momentan jetzt gerade stehe, geordnet nach den Battle Mages natürlich, nicht nach den Welten, so. Gucken wir mal und Kampfmagier. So, da sind wir nach wie vor auf Platz 3 immer noch vom Level her. 636, ich glaube, da ändert sich auch nicht so viel dran. Ich glaube, das bleibt weiterhin so bestehen. The Dark Mage ist ja jemand, der ja auf einem etwas älteren Server damals gestartet hat, wo der Battle Mage Release worden ist und seitdem hier full auf XP geht. Deswegen hier der krasse Level-Vorteil. Hat aber zum Nachteil, dass so ein bisschen Hauptattribut bzw. ja, die Stat-Punkte drunter leiden. So ist jetzt nicht schlecht für das Level, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings natürlich nicht ganz so gut wie jetzt irgendwie Platz 2 oder Platz 3 oder, ne? Aber Platz 4 schon, sieht schon wieder besser aus dafür. So, dann gucken wir mal nach dem Haupt- und Nebenattribut. Da sind wir momentan gerade auf Platz 4 weltweit. Das ist die für mich auf jeden Fall deutlich spannendere Ehrenhalle, beziehungsweise Statistik, die man, wonach man hier ordnen kann. Ich bin hier momentan gerade relativ allein auf weiter Flur auf Platz 4. Bis zu Platz 5 ist relativ viel Abstand, aber zu Platz 3 ist auch noch ordentlich Abstand, ne? Und dann Platz 3 und Platz 2 auch ordentlich und Platz 1 ist sowieso Barschall, auch hier der stärkste Battle Mage von den Statpunkten her der Welt momentan gerade. Holt, glaube ich, keiner so schnell ein. Hat auch bald hier das maximale Goldeinkommenslevel erreicht, dann ist sowieso over denn. Und bis dahin wird man das auf jeden Fall nicht mehr einholen können. Ne, auf Seraphim können wir vielleicht noch ein paar Statpunkte gut machen, ne, auf Fruxon vielleicht auch, mal gucken, ne, die sind ja noch ein bisschen weiter unten im Level, aber so sieht es momentan gerade bei den Battle Magis aus, hier auf, ja, weltweit gesehen. Und ja, mit der Gilde Rising Phoenix sind wir nach wie vor auf unserem Server hier, wenn wir mal auf die Gilden schauen, sind wir hier gut am Rasieren, sag ich mal, ne? Also wir sind hier definitiv auf Platz 1, gibt aber auch sehr viele andere starke Gilden hier auf dem Server, muss man auch so sagen. German Knights auch sehr stark, Hollywood auch strong, Strohhut Piraten auch sowieso, ne? Und auch viele, viele andere Gilden hier, die auf dem Server noch spielen, sind auch sehr, sehr strong unterwegs auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir gerade irgendwie einen, ja doch, wir haben hier noch gerade einen aktuellen Angriff gegen Hollywood, müssen wir mal gucken. Ne, da kam ich nicht mal ran. Also da war bei Fitchel vom Level her Schluss auf jeden Fall, aber ja, auch krasse Spieler. Und Ehoff-mäßig gesehen, da sieht es momentan so aus, dass wir auf Platz 7 sind. Ne, ich denke mal, die Ehrenhalle wird sich da jetzt so ein bisschen eingependelt haben. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit
gar nicht so, ja, so häufig mal hier reingeschaut. Mich hat es am Anfang übelst gefreut und sehr interessiert. Und dann, ja, kamen so viele andere Sachen, dass ich gar nicht mehr auf die EHOF-Fights geachtet habe. Obwohl ich es ja so cool finde, auch mal irgendwo in der EHOF-Gilde dabei zu sein und da mitzukämpfen. Spielen hier gegen Veltins Inferno ist auf jeden Fall auch eine Gilde, die man vom Namen her auch schon öfter mal gehört hat. Hier haben wir, ja, Tsunami sehe ich hier, Mozone haben wir hier mit dabei und bestimmt auch noch viele. Hier ist der gute alte Soul King, ja? Mensch, der ist ja hier auch in der Gilde hier vertreten. War ja der Magier, einer der Magier-Anwärter auf EU10 auf das Char-Bild. Hat hier also auch einen Char, der ein bisschen ja, älter auf jeden Fall ist, ne? Ja, auch auf jeden Fall. Gut zu wissen, der Soul King, ja. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Wie der Fight hier so ausgeht. Die EHOF-Fights natürlich logischerweise relativ gut gebalanced, weil natürlich immer versucht wird, dass einigermaßen gleich starke Gilden sich gegeneinander duellieren. Deswegen kommt ja hier auch diese Ehrenhalle eben zustande. Da sind wir am Start. Mal gucken, was wir so reißen können. Ja, ich bin momentan gerade komplett auf 50-50, wie man sieht, von der Verteilung her. Gehe jetzt auf 300k Stärke, werde dann Ausdauer auch auf 300k durch oder nachziehen. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal so mein Plan. Nice, den haben wir noch mitgenommen. Und noch einen schönen. Ja, das ist das Geile an dem Kampfmagier. Ja, ich finde diese Klasse einfach so nice, ja. Kampfmagier sollte viel mehr Aufmerksamkeit gegeben werden. Die wird immer so schlecht gerankt auf jeden Fall, aber ja, auch gerade aus solchen Gründen in den Gildenkämpfen, ja, ihr seid fast tot, ne? Ihr seid fast besiegt. Ihr habt noch ein Fitzel Leben. Jeder Treffer würde euch schon ausnocken, ja. Ihr nehmt gerade noch so einen Gegner mit und dann habt ihr zack den nächsten Gegner vor euch und könnt nochmal die komplette Power eures Feuerballs beziehungsweise eures Arkankometen nochmal an den nächsten raushauen, ja. Also ihr könnt das Maximale an Schaden mit dem minimalsten an Leben könnt ihr noch rausholen. Also aus der schlechtesten Situation nochmal das Beste rausholen. Und Finanzfelix, der Name. Ja, das finde ich halt so geil, ne? Gerade in Gildenkämpfen, in der EHOF, ne? Kampfmagier, ja, ich sag mal, neben den drei Standardklassen einer der neueren Klassen, ne? Ist jetzt mittlerweile auch schon eine alte Klasse wieder, ne? So viele Klassen, wie es rausgekommen sind. Aber Finanzfelix gegen Helmut hier, Digga. Ist auch geil. Aber das ist definitiv auch eine Klasse, die in den Gildenkämpfen, genau aus solchen Gründen auch, denke ich mal, relativ strong ist, auch im Late Game und so. Und ja, durch seine Konstanz eben glänzt, sag ich mal, ne? Oh mein Gott, war das knapp gewesen. Alter, war das knapp. Aber das sind halt die EHOF-Fights, ne? Die sind immer so knapp, weil die wirklich, ne, die Kämpfe sind halt wirklich alle ausgeglichen. Da können wir jetzt auch mal hier auf die ersten, ne? Gehen wir einfach mal auf den ersten Fight hier, beziehungsweise auf die Top-Gilden. Skippen wir uns mal durch bis zum Ende. Ich garantiere euch, da sieht es wahrscheinlich genauso spannend aus. Deswegen ist es auf jeden Fall immer mal empfehlenswert, sich mal so einen EHOF-Fight mal anzusehen, ne? Oh, okay. Boah, aber der Gods of Light ist wirklich auch eine heftige Gilde, ne? Also, wie viele 700er hier drin sind, ist ja wirklich. Oh, die Level sind ja absolut krass, Alter. 711 hier schon. Ja, das ist krass. Okay, also das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also, ja, Gods of Light auf jeden Fall eine Gilde, sag ich mal, die ist, glaube ich, momentan mit einer der stärksten der Welt, ne? Weil, ja, zu Platz 1 und Platz 2 ist vielleicht dann doch ein gewisser Abstand. Aber wenn wir mal einfach, ja, einfach mal hier reinschauen, so, ne? Also hier wird das wahrscheinlich schon ein bisschen sortierter gewesen sein. Obwohl hier sind nur 47 Spieler gerade am Start bei Horizon. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ein paar Auswechslungen oder so. Habe ich nicht ganz so genau auf dem Schirm, ne? Können natürlich gewisse Umstände immer dafür sorgen, dass eventuell hier und da dann doch ein bisschen was verschoben wird in der EHOF, ne? Ja, naja, gut, so viel dazu. Ja, ansonsten mein Arcana-Komet momentan macht 480 Mille an Schaden gegen die, ja, Krieger, Kampfmagier und Druidenklassen. Also da haut schon gut was rein, ne? Das synergiert natürlich immer mit dem Anteil vom Leben, was ihr investiert habt in, ja, Ausdauer halt, ne?
Ich erreiche auch bald hier die 2 Milliarden Lebensenergie auf meinem Battle Mage. Das freut mich persönlich auch sehr. Das ist der nächste große Meilenstein. Aber wie gesagt, jetzt wird erstmal wieder Stärke ein bisschen nachgezogen. Aber das halt eben, ja, muss ich immer wieder sagen, nach wie vor, das ist halt eben das, was mich so, ja, so, ja, wie sagt man? Ja, was mich so motiviert, beziehungsweise was mich so. Ach Mensch, jetzt fehlen mir hier die Worte hier. Jetzt fehlen mir die Worte bei der Klasse. Auf jeden Fall ist halt der Kampfmagier aufgrund seines Fähigkeiten-Sets etwas, was mich sehr begeistert. Ja, dadurch, dass man halt eben in Tankiness reinskillt, in Ausdauer, erhöht man halt den Schaden des Arkanen Kometen. Ne? Also durch Tankiness halt eben Damage-Skillen sozusagen, ist halt die Devise. Ne? Wir können mal einen so einen Punkt, ich weiß nicht, der aktualisiert glaube ich immer direkt. Ne? Wir skillen mal einen Skillpunkt mal in Ausdauer rein, dann müsste sich schon direkt verändern eigentlich. Wir achten mal hier hinten drauf, auf die letzten Ziffern hier: 11.488. Machen wir mal einen Skillpunkt rein und jetzt sind wir hier bei 13.152. Ja, gegen zumindest die Klassen hier, ne? Also gegen die tankigeren Klassen macht er auch ein bisschen mehr Damage tatsächlich so. Gut, gegen Magier ist natürlich wieder ausgeschlossen, ne? Der ist hier nicht mit drin. Aber durch einen Skillpunkt in Ausdauer, ne, der ja natürlich auch euer Leben boostet, ne, erhöht das auch massiv, wirklich massiv den Schaden vom Arkan Kometen, ne? Natürlich nur bis zu maximal 33% des ja, Gegnerlebens natürlich, ne? Das ist auf jeden Fall noch mit zu erwähnen, aber es ist heftig, ne? Da, habt ihr da mal so wirklich im Detail drauf geachtet, was das für einen Unterschied macht? Ne? Also ist schon krass. Ich hatte auch mir mal überlegt, aber wenn es nicht so viel Arbeit wäre, aber es wäre halt auch mal ein geiles Projekt, ja, einen Kampfmagier zu machen, der only auf Leben geht. Der nur Lebens gilt, ja, so ein Projektchar. Wäre auf jeden Fall auch interessant, aber das Ding ist halt, ja, der Arkane Komet ist halt maximal bis zu 33% gekappt. Das heißt, darüber könnt ihr dann keinen Damage mehr machen. Das heißt, er kann jetzt keinen One-Shotten oder so. Aber das wäre auf jeden Fall mal echt eine lustige Challenge gewesen, beziehungsweise ein cooles Projekt, sag ich mal so. Und ja, das auf jeden Fall erstmal soweit der kleine Einblick hier nochmal von meinem Kampfmagier auf F. 21 stehen sehr gut da, ehrenhallentechnisch. Ja, sind wir auch gut vertreten hier, ne? Und ordne mich auf jeden Fall solide in den Top 20 ein, würde ich mal so circa sagen. Und ja, das ist erstmal soweit das Update von der Klasse. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da, wie immer natürlich. Ansonsten nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Bis morgen habt ihr noch Zeit und wünsche euch da auf jeden Fall auch sehr viel Erfolg bei. Das soll soweit von mir gewesen sein und verabschiede mich. Heute wünsche ich euch dann jetzt ein schönes Wochenende. Ja, gestern war es noch ein bisschen zu früh dafür, aber bei den ganzen Nachtschichten sieht man auch momentan gerade echt nicht mehr durch. Naja, gut, Leute, sei es drum, das war es soweit. Ich wünsche euch was, haltet die Ohren steif, haut rein und bis zum nächsten Mal.